So, ihr Lieben, weiter geht's mit einem neuen Video hier gerade am Voltio noch, aber darum soll es gar nicht gehen. Das nur ganz kurz nebenbei zur Info. Voltio lübt auch gerade ganz gut und zwar auf, gucken wir mal rein, mit diesem Setup hier mit den handgemachten Balsa-Cranks und ähnliche Kandidaten. Also alles, was so im roten Bereich ist. Aber auch hier die gekauften Cranks. Hier, geil, Alter. Schön ein kleinen Scheiß nach dem anderen. Aber eben auch, wie gesagt, viele atlantische Lachse dabei. Ich habe jetzt gerade mal hier schön 1,5 Tickets verbraucht. DP Crank funktioniert ganz gut. Und wenn man bei den Cranks nochmal schaut, dann lübt tatsächlich auch. Na, wo ist er? Hier ist er. Ist er das? Ne, 4,50 Meter, das ist so tief. 2,50 Meter, 3 Meter Tiefe ungefähr. Hier ist er. Auric Crank in. Genau, 3 Meter Tauchtiefe, der 7005. Das Teil kann man auch noch ganz gut verwenden. Der hat auch ein bisschen was rausgezogen, aber wie gesagt auch noch die gelben. So, wir machen uns aber jetzt auf die Socken ab an den Ladoga. Jawohl, Wetter passt so einigermaßen. Und da sollen die Saiblinge laufen. So, und da sind wir schon am Ladoga. Gehen wir erstmal hier verkaufen, den ganzen Sermon. 350 ist jetzt nicht die Welt, aber schlecht ist es auch nicht. Schlecht ist es auch nicht, gerade wenn man hier so ein paar dicke, fette Lachse hat. 24, 44 Silber für so einen Lachs. Das lohnt natürlich und da lübt der Lachs natürlich, Alden. Also verkaufen wir den Sermon, hocken uns jetzt direkt wieder ins Boot und fahren zum Saiblingsangeln. Gucken wir noch mal eben rein, ob hier irgendwas Spannendes drin ist. Zurzeit nicht. Aufträge laufen gleich ein paar aus. Das ist gut. Also brettern wir los und gucken nach den Saiblingen. So, und dann sind wir doch hier schon so einigermaßen angekommen. Parken wir noch mal ein bisschen ein hier. So. Perfekt. Anker runter. Und Motor aus. Passt. Jawohl. So, und jetzt heißt es hier auf 80, 22, so hier in diese Richtung ballern. Hier ziehen wir einfach mal jetzt lang. Ich schnapp mir meine frisch eingestellte Wechsler. Auf das Setup gehen wir halt gleich auch wieder rein. Und jetzt werfen wir hier erstmal ein, zweimal aus. Ich war hier noch nicht, ich bin sehr gespannt. Lassen wir das erstmal schön absinken. Und ich teste erstmal relativ langsames Einkurbeln mit langsamer Einholgeschwindigkeit mit der Texas Rig Montage. Gucken wir mal, ob das jetzt so funktioniert. Perfekt. Ach, endlich. Ich habe die, dem geübten Auge wird auffallen, ich habe die Cam ein wenig verschoben. Jetzt sehe ich auch endlich die Jig-Führung. Ich hatte immer exakt davor, stand immer die Cam. Also jetzt ist die Cam nicht mehr da, sondern halt da. Und jetzt sehe ich auch endlich die Führung, sonst musste ich immer so machen. Über die Cam drüber. Damit ich endlich die Führung sehe. Aber nur lübt das ja. Perfekt, ey. Perfekt. Manchmal habe ich auch auf dem anderen Monitor geguckt. Ging auch. So. Aber jetzt erstmal hier schön konzentrieren. Jiggen auf Saibling ist Konzentration, Kontinuität und so ein bisschen dranbleiben an dem Ganzen. Nicht, hoppala. Nicht zu viel ablenken lassen. Ist auch deswegen manchmal ein bisschen anstrengend, weil man halt immer wieder schön kontinuierlich in den Jig reingehen muss. Zack, und da geht einer rein. Der erste. Jetzt können wir, Motor ist aus, jetzt können wir auch mal lauter machen. Ich schlag nochmal an.
Und wir drehen langsam hoch. Jawohl. Der erste. Ich habe hier die Montage, wie gesagt, mit 9 Kilo. 9 Kilo drauf. Bin ich sehr gespannt, was wir jetzt als erstes haben. Von allen Seiten hieß es jetzt auch im im Stream auch schon. Alten Saibling. Geh mal auf die schönen dicken Saiblinge. Und ja, mit 2,9 Kilo ist das schon gar nicht so schlecht. Ist auch einfach immer wieder geil von der Farbe, oder? Immer wieder ein geiles Gerät, ey. Leck mich fett. Schön. Weitermachen. Das war jetzt relativ langsam. Ich werfe auch gar nicht so mega weit aus. Langsam durchgezogen. Und wenn die jetzt alle so schön in dieser Gewichtsklasse sind, ist das perfekt. So mog wieder. So, erstmal absinken lassen. Da ist sofort... da ist sofort was dran. Okay, das ist natürlich super. Sehr gut, ey. Komm raus, Alter. Sehr, sehr gut, ey. Barsch. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Barsch. Was sind Ditte, Alter? Okay, Barsch wollen wir natürlich nicht. Nicht immer. Nicht immer. Barsch ist zwar geil, aber wenn wir die Saiblinge wollen, wollen wir die Saiblinge. Gerne auch die Ladoga-Saiblinge. Ah, genau. Einmal ziehen wir noch durch, einen ziehen wir noch raus. Und dann gucken wir uns mal eben gleich die Montage an. Denn da ändere ich auch gleich nochmal was. Man sieht ja oben in der Ecke schon den Köder. Rot. Was rodet? Rot scheint gerade ganz angesagt zu sein, ne? Wir hatten jetzt ja gerade bei den, zack, bei den atlantischen Lachsen, da war auch rot. Oh ja, rot ist gerade the shit. Direkt nochmal am Belaya testen. Oh, guck mal, ein ganz kleiner. Schön gepunktet. Schönes Ding, aber noch maßig, sehr gut. So, gehen wir mal eben rein in die Montage. Bäm. Da ist das Ganze. Das heißt, wir sind hier natürlich mit der edlen Wechsler unterwegs. Muss man nicht. Die Dinger sind jetzt nicht so ganz gewaltig groß. Man kann natürlich auch durchaus hier schön entspannt auf Ultralight angeln. Geht auch sehr gut. Die Montage halt ausgerüstet jetzt hier mit den Maggot 4006. Rote Perle dazu. Ich habe einen dicken, fetten 1er Haken mal drauf gemacht. In der Regel bin ich eher so mit einem 4er unterwegs. Aber ich will jetzt einfach auch mal vielleicht weniger Frequenz, aber dafür die dickeren. Hätte ich eigentlich mehr Bock drauf. Fluorocarbon mit 9 Kilo habe ich drauf. 12 Kilo Schnur. Ja, dicke, fette Tagara muss man natürlich nicht nutzen. Da reicht natürlich auch was viel kleineres. Aber ja, wer hat, der hat. Easy. So, das Ganze ballern wir halt hier raus. Schön ist natürlich, wenn man noch Plus hat auf die verschiedenen Montagearten. Rot-Rot-Kombi läuft gerade. Rot-Lila-Kombi werde ich jetzt gleich nochmal umbauen und das ausprobieren. Oder, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, wäre sowas hier wie diese Kickback, dieses Kickback-Rig. Gänzlich ohne Perle. Ja. Ist vielleicht auch mal schön. Schönen Abend ohne Perle. Kann man auch mal machen. So. Oh, Alter, der war aber jetzt weit. Aber geht noch. Absinken lassen. Einholgeschwindigkeit bleibt. Und dann fangen wir mal langsam an. Zack. Jetzt haben wir erstmal den Kontakt. Die Schnur ist straff. Und jetzt schön leicht die Umdrehung. Und ich muss mich tatsächlich ein bisschen dran gewöhnen hier noch. Mit der Route ist deutlich mehr Umdrehung, eine deutlich höhere Einholgeschwindigkeit als auf der aktuellen jetzt hier mit dem kleinen YouTube-Account. Also mit der Baitcast müsste ich
deutlich schneller einkurbeln. Das ist, glaube ich, die Cyman ZM4 oder sowas. Kann das sein? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also die, wie gesagt, die kleinere Rolle, da müsste ich deutlich höher einkurbeln, damit ich da in die Jig-Führung reinkomme. Und dann mache ich den nächsten Biss. Schön. Ja, meine Hoffnung jetzt mit der dunklen Perle ist, dass man da jetzt auch den Ladoga-Saibling drauf hat. Nicht nur den Bach-Saibling, sondern auch den Ludoga-Saibling. Oder halt den Barsch. Machen wir nur 50% auswerfen, nicht ganz so weit. Und dann ziehen wir direkt nochmal durch hier. Zack. Guckt ihr das an. Zweimal gekurbelt. Jigführungsstand. Biss. Also, lübt gerade wirklich gut. Lübt wirklich gut. Und das ist auch, jawohl, Bach-Saibling. Schön. Sehr schön. Und das ist eben auch wichtig. Das sind die Fische. Oder das ist dann auch eine wichtige Frequenz sozusagen. Also wenn, bei den Fischen ist es halt immer das Problem, die bringen Kohle, das ist richtig geil. Saibling angeln und so macht auch Bock eigentlich. Aber die Kohle, der Schnitt ist halt immer im Arsch, weil die Bissfrequenz so niedrig ist. Man kommt einfach nicht irgendwie auf einen wirklich grünen Zweig, wenn man nicht eine ordentliche Frequenz hat bei den Dingern. Oder vielleicht irgendwie 3-4 richtig große Brocken dabei. Dann kommt man so einigermaßen auf einen guten Kurs. Aber ohne das ist das echt immer schwierig. Und so wie das jetzt gerade aussieht, sieht es zumindest wieder richtig gut aus. Oder jetzt hier 81-22 vom Spot. Der Wenks hatte mir das gerade nochmal gesagt, welche Stelle das genau ist. Ich hätte sonst hier einfach am 18-Meter-Loch probiert. Wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, aber wenn es jetzt hier läuft, mega. Und von der Frequenz und von der Größe der Fische, yep. Top, schön. So darf das sein. So darf das sein, so können die hier reinrasseln. Sehr gerne, ey. Läuft. Vielleicht gleich doch nochmal ein bisschen mit den Perlen rumtauschen. Oder die Köder allgemein. Vielleicht geht ja auch der Klotz-Saibling. Vielleicht geht der ja auch noch rein. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Guck mal, es ist nur eine halbe Umdrehung, ne? Eine halbe Umdrehung nur. Und schon klappt die Jigführung. Ganz leichtes Jiggen über den Grund. Kleine Hopser, zip, zip, zip. Mehr ist das nicht. Und dann, bam, lübt das schon hier. Für die Jigführung mega gut, ey. Und da geht einer rein. Da weiß noch nicht mal mehr so richtig die Führung. Was mir gerade aufgefallen ist, es sind hier im Nahbereich wohl irgendwelche Steine oder wieder verschiedene Untiefen auch. Das heißt, der Köder sackt manchmal ein bisschen ab und dadurch geht dann die Führung flöten. Das kann natürlich ein bisschen nervig sein. Aber wichtig ist, zack, Richtung Leuchtturm werfen. Wo sind wir jetzt hier? Ja, da sind wir doch schön mittig jetzt hier drin. Absinken lassen und langsam durchziehen. Das lübt. Und wie gesagt, bisschen weiter hinten. Deutlich angenehmer. Also ruhig ein bisschen weiter werfen. Im Nahbereich, wie gesagt, ist jetzt schon zweimal passiert, dass es irgendwo, dass die Jigführung einfach unterbrochen wird. Das heißt, da muss irgendwas auf dem Grund rumliegen. Vielleicht sind da einfach irgendwelche Felsen oder so, wo die Führung dann dagegen stößt. Und dann bricht natürlich das Jiggen einfach ab.
zack, und weiter. Schön. Schönes Gewicht. Geht sogar ein bisschen in die Bremse. Top. So soll das. So, ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen was raus erstmal. Und dann gucken wir uns da gleich mal den Kescher an. Beziehungsweise, wenn da was reinrasselt, schalten wir natürlich rein. Bis gleich. Der nächste. Sieh mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oha. Oha. Nachdem die Nacht jetzt hier eher ein bisschen mau war. Nee, schon wieder. Schon wieder eine olle Quappe, Alter. Ist ja der Hammer. Gerade schon eine gezogen in der Nacht. Ich habe jetzt die ganze Nacht durch rumprobiert. Ich habe verschiedene Köder verwendet, beziehungsweise auch verschiedene Farben. Habe mit Blau mal ein bisschen rumprobiert, auch in die verschiedensten Richtungen geworfen. Dann mit Grün auch nochmal komplett rumprobiert. In der Hoffnung, dass man vielleicht doch noch den Klotz-Saibling irgendwie triggert. Aber bis auf eine Quappe war da halt leider nichts. Und jetzt gerade schön wieder zurückgegangen. Rot-Rot-Kombi. Und wieder eine Quappe in der Nacht. Naja, ist ja nicht so schlecht, die Quappe. Kann man mal mitnehmen. Bam, 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 Alter. Jawohl, 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 jawohl. Oha. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Okay. Erstmal gucken, was es ist. Vielleicht ist es ein oller Hecht. Vielleicht ist es ein atlantischer Lachs, ein kleiner mit 3 Kilo. Alter, der zieht aber ab und macht Kopfschläge. Wahrscheinlich ein atlantischer Lachs, so wie der reinballert. Krass, 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 krass. Ruhig, Brauner. Ja, 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 ja. 450 Meter Schnur drauf. Schön entspannt. Kurbeln. Hätte ich mal die 1000er Schnur genommen, da hätte ich mich einfach zurücklehnen können. Und einfach mal 1 Kilometer Schnur soll er erstmal reinholen. Ah. Oh, der hat aber richtig Bock, ey. Der hat aber richtig Bock. Der hat richtig Bock. So. Gehen wir mal in den Grenzbereich so langsam. Alter. Alter. Bleib auch jetzt auf Kurbeln. Durch die Kopfschläge ist das gerade ein bisschen heftig. Sonst sackt die Spannung komplett ab. Alter, hat der Bock. Alter, wo will er hin? Wo will er denn hin? Okay, vom Verhalten her würde ich sagen, kein Hecht. Zieht viel zu schnell ab. Alter. Na, oder doch ein Hecht? Dass er jetzt schon keine Power mehr hat. Das wäre hechttypisch. Ziehen, 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 ziehen. Herzinfarkt. Und dann hat er keine Power mehr. Mach keinen Scheiß, Alter. 9 Kilo Vorfach. Nee. Der hat noch Power. Und der hat auch noch Bock.
So, schön locker ziehen. Ich halte einfach nur die Spannung jetzt. So. Alter, was ein Brocken, ey. Was er abgeht. So, und jetzt lässt er sich schon ziehen. Jetzt lässt er sich sogar schon ziehen. Das ist krass. Okay. So geil, ne? So gut, ey. So gut, ey. So. Und jetzt schön locker durchziehen. Ja, kannst ja wieder abhauen. Guck dir das an, Alter. Sobald es knackert, mache ich das schnell einkurbeln weg. Zum Glück ist er nach links abgedreht, aber ich habe auch so ein bisschen hier nach rechts gezogen, dass er dann nach links abhauen kann. So, und ziehen, 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 ziehen. Oh, hawa, 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 ha. Oh, hawa, 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 ha. Oh, was ein Geraffel, oder? Was ein Geraffel. Auf 9 Kilo, ey. Der hat aber auch Bock. Man darf das nicht aussprechen. Ksch. Der ist, glaube ich, ganz entspannt, der Fisch. So ist besser. Ich glaube, die hören das, ne? Das überträgt sich hier über die Schnur, die Schallwellen. Wie früher so mit dem Dosentelefon. Hallo? Hörst du mich? Hallo? Check, check. Ja, ist klar. Na komm nu. Oh, 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 oh. Jetzt ist aber hier. So, ruhig bleiben. Ruhig. Oh, entspann dich, Alten. Komm mal lieber ran hier, Alter. Ah. Der ist aber auch schon weit raus, Alter. Ficki Facki hat der Schnur genommen. Aber ich habe ja auch weit ausgeworfen. Weit ausgeworfen und dann hat er auch noch Schnur genommen. Hui, ey. Hammerhart, ey. So, jetzt komm mal ran hier. Alter. So, die Spannung. Was is it? Is es ein oller Lachs? Is it ein Ruder? Das wäre ja geil. Das wäre ja der Hammer, ey.
Stückchen noch. Schnur müsste jetzt schon fast drinne sein. Man sieht es leider nicht so ganz genau, weil hier von der Schnur über 1000 drauf passen. 450, ja, aber müsste passen jetzt so langsam. 450 Meter sind drauf. Ja. Über 20% haben wir schon. Das heißt, der muss jetzt so langsam kommen. Tatsache. Atlantischer Lachs, Alden. Kommen wir wieder zurück zum Anfang. Atlantischer Lachs lübt am Volcho, lübt auch am Ladoga auf rote Köderalgen. Ist es denn wahr, ey? 6,2 Kilo und das entspannt hier beim Saiblingskloppen. Abgefahrener Scheiß, Alter. Petri, ihr Lieben, würde ich sagen. Zieht mal ein bisschen raus hier auf rot. Schön Spinfischen. Gerne auch ein paar Barsche. Zieht raus am Ladoga, am Volcho. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier noch weiter. Ich probiere nochmal mein Glück. Und ich glaube, ich werde hier auch gleich am Ladoga nochmal testen. Mit dicken, fetten Cranks. Schön tief, 2-3 Meter Tiefe. Und dann hier die 11 Meter Rinne lang brettern. Auf Lachs. Ich werde das hier nochmal auf Lachs testen. Ob nicht vielleicht zurzeit sogar hier am Ladoga der Lachs sogar noch besser läuft als am Volcho. Das wäre doch was. Also, weitermachen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Drunter schreiben, mit welchen Köder ihr am besten was gefangen habt. Das wäre auch ganz geil. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier auf YouTube oder auf Twitch. Montags, mittwochs und freitags ab 21 Uhr. Petri.